In ein paar Sekunden, ja. Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Elsword. Wieder dabei sind Mitspielerin und Dudboy. Wir hatten jetzt eine etwas längere Pause und sind deshalb nicht mehr so fit mit Elsword. Wir haben Ara gespielt. Ja, und der Dudboy freut sich natürlich wieder über alles. Die Welt ist ja so großig. Los, Mitspielerin, wir hüpfen rum. Jum, jum, jum. Ich bin der Todeskreisel. Dudboy, kannst Ich du mal krieg bitte den nicht Dungeon hin. starten? Dungeon starten! Okay. Na los! Na los! Na los! Dungeon. Na los! Na los! Doch, wir machen Gruppe. Ah, wir können auch zu dritt machen. Komm schon. Komm schon, Okay. komm schon. Geht doch. Ich bin trotzdem der magische Wunderkreisel. Was meint ihr eigentlich, wie die Echsenmenschen entstanden sind? Reichtum. Also ich glaube, da waren ein paar Menschen, die sich nicht beherrschen konnten. Größe von Echsen, oder? Nee, kleinere Echsen, aber irgendwie waren das Frauen mit Echsen und nicht Männer mit Echsen. Nur so zur Verständnis halber. Fragt mich nicht, wie das gehen soll. Mich auch nicht, bitte. Fragt die Echsen. Die wissen das am besten. Eieieiei. Ah. Mir fällt gerade was auf, ich habe einen Skill vergessen. Und ich mache gerade Fails über Fails. Ach, das lernen wir noch. Komm mal weiter. Boah, ich freue mich schon auf bessere Skills. Das wird so Ja, ist schön. so. Mit dem nächsten Klassenwechsel werden die sowieso besser. Da kann ich auch endlich wieder Kombos machen, wo ich mich nicht für anstrengen muss. Ja, ist echt so. Vor allem wie jetzt in dem Fall um 0:48 Uhr. Da ist es schwer, sich zu konzentrieren. Ich glaube, unsere Mitspielerin hat es am schwersten. Ja, so läuft. Okay, man hört nur Grabbel. Also das ist schon ein Indiz dafür. Okay. Dass du mit der Zeit überfordert bist. Kann das sein? Ich wollte vor 4 Stunden schlafen gehen. Ja, jetzt hast du Pech gehabt. Jetzt müssen wir uns ein paar Parts aufnehmen. Wartet nur, damit wir Parts aufnehmen. Mit mir Parts. Ja, dann. Ach je. Ach, langsam kommt es bei mir wieder mit den Kombos. Ja. Na. Boah, im Vergleich zu meiner Ara ist Elsa ja wirklich lahmarschig. Elsa ist auch langsam. Langsam, aber dafür gefährlich im PvP. Ja, Wegen seiner roten Form, ich hasse wenn man ihn. kann. Ja, es gibt auch welche, die können nicht mit Elsa spielen. Da hatte ich schon genug in meinem Let's Play mit Ara. Und die habe ich sogar in dem Let's Play in einer Folge drin. Die können wirklich gar nichts. Die können auch nicht erst mit Schwertschild umgehen. Dann heulen sie rum, wenn sie einen nicht treffen. Dann ist man ja so schlecht. Ja, aber im PvP finde ich das auch ein bisschen unsinnig.
wenn einer irgendeinen Skill macht, man den Drake und die dann anfangen rumzuschreien. Ja, das ist wirklich so. Das ist eine der Sachen, die ich nicht ab kann. Und Mitspielerin, hast du auch was zu meckern am PvP mit Skills? Anscheinend nicht, sie antwortet nicht. Oh, es blitzt. Aber wo bleibt der Donner? Okay, das war der Donner. Unsere liebe Mitspielerin ersetzt den Donner. Drei Quests auf einmal beendet. Ich auch. Und ich bin MVP. Ach, bist du jetzt stolz? Ja, ich bin stolz. Ich bin überhaupt nicht stolz. Ja, du warst ja auch schlecht gewesen. Ja, ich bin immer schlecht. Voll gemein. Ja, voll gemein. Mhm. Ich habe auch drei Quests abgeschlossen. Bäh. Los, eintauschen! Los, eintauschen! Ich bin schneller als du! Wieso nicht? Doch. Nein. Ich tausche nachher alles zusammen. Ich bin schon nach Aranka. Also ich bin schon bei ihr. Ich bin schon lange da. Oh, es war eine Niete. Bei mir auch. Bei mir war Schwerträger. Was war bei dir? Ich hatte, glaube ich, Shang, Artilleriewächter. Ich bin mir nicht sicher. Oh, okay. Warte, ich geh auch mal eben gucken. Okay. Ich habe in 14 Minuten Post. Yippie. Und ich habe in 11 Minuten Post. Danke für dein Schicksal. Ich hab in 4 Minuten Post. Und du musst ein bisschen lauter reden, sonst hört man dich nur abgehackt. Hört man mich abgehackt oder irgendwie komisch? Nö, dich hört man super. Na denn, weil ich habe im Let's Play irgendwie das Gefühl, dass ich mich ein bisschen elektronisch anhöre. Das war noch mit deinem alten Computer. Echt? Hat das was mit dem PC zu tun? Ja, jetzt ist seine Leistung besser und dann nimmt er auch besser auf, kann er besser verarbeiten alles. Bla 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 bla, du hörst dich gut an. Na denn. Und jetzt weiter bitte. Hey, da wird nicht mehr Standardgesicht Räder angezeigt, sondern jetzt wirklich die Items. Lange. Wie lange schon? Jetzt seit dem letzten Update. Ja, das ist nicht lange, das ist seit Mittwoch. Was denn? Mittwoch ist lange. Wir haben ja auch in 2 Tagen haben wir ja auch was Besonderes. Dat Boy, Dungeon starten. Ach ja, ich hab hier Lieder. Westmasee Experte. Ich hab gerade irgendwie nicht mitgekriegt, wovon ihr redet. Von dem Standardgesicht Rena. Das wird nicht mehr angezeigt, sondern wirklich das Item, was derjenige bekommen hat. Was war das? Zum Beispiel plus 9 blablabla. Ach, egal. Der Boy, bist du noch da? Ja, klar. Ich musste nur stand da gerade nur rum, deswegen. Ach, die Zuschauer müssen uns für Noobs halten. Warum? So wie wir kämpfen. Apropos Waffe, wir bräuchten mal neue Waffen, ne? Ja, die kriegen wir schon durch Quests und so. Oder vielleicht durch Glück so eine gute vom Boss oder so. Schön wär's. Eieieiei. Links neben mir ist noch eine halbe Cola-Flasche, damit ich schön wach bleib. Bei mir ist Wasser. Bei mir ist Kaffee. Ich glaube, ich habe das Leckerste. Ich mag keine Cola. Bäh. Und dann bist du in der Kill, du Cola-Holics. Gibt's doch gar nicht.
Beim Fahren gesagt, ich mag Sprite lieber. Wieso sind die dann in Colaholics? Naja, wir können unsere Gilde auch umbenennen. Also so viele Coins bezahle ich nicht und es gibt andere Gründe, warum ich es nicht umbenennen möchte. Die du eigentlich kennen solltest. Ja. Also derjenige, der der Grund ist, sieht wahrscheinlich zu und weiß, wovon wir reden. Wenn wir Glück haben. Also mit dem Zugucken bin ich mir sicher. Wahrscheinlich gibt es da 100 Facepalms bei ihr, aber... sonst... 90% der Videos erhöhen ihren Facepalm-Status. Facepalms durch ihre Videos hervorgerufen, 438.000 innerhalb von 3 Tagen. Genau so eine Funktion sollten die mal bei YouTube einbauen. Durch ihr Video hervorgerufene Facepalms. Stimmt, die sollten mal den Facepalm-Button hin tun. Aber wenn man den betätigt, muss man auch in einem Video beweisen, dass man es gemacht hat und dann wie oft. Ja, so wie Tactical Facepalm. Ja, Tactical Facepalm. Immer noch das Beste. Was denn? Das ist ein Insider mit Spielerin. Nur Datboy und ich wissen, worum es geht. Wir sind hier jetzt gerade in der Gruppe. Er hat mir mal ein Bild gepostet und da stand Tactical Facepalm. Da war eine Gruppe von Soldaten gewesen, die haben alle Facepalm gemacht, mehr oder weniger. Ein Skillpunkt wurde verwendet irgendwie. Oder erhalten. Guck mal, wie schnell ich steppen. Ah, cool! Gildenlevel erhöht. Ja, dann werde ich gleich mal wieder skillen müssen, ne? Echt? Du hast gleich schon Level up? Nein, die Gilde hat ein Level up. Du kriegst aber auch gar nichts. Kannst du denen nicht sagen, dass du der Gildenmeister bist? Wenn die wissen, dass ich der Gildenmeister bin, wissen die, wer mein Main ist. Ein Idiot. Mein Main ist kein Idiot. Oh Mann, die machen mich wieder fertig. Hast du dich so... Ey, wir haben ein Du hast gesagt, wir haben gleich ein Level, also bitte. Nein, das war schon. Oh, okay. Ich sagte, ich muss gleich skillen, weil wir ein Level up haben. Hab dann. Ja, ich bin ein bisschen neben der Spur. Lass mich. Ja, immer dieselben Ausreden hier. Wenn überhaupt, hole ich mir auch noch ein Stück Kuchen dabei. Brauchen wir noch Kuchen von gestern. Oh, der Kuchen war lecker bei dir. Und ich bin wieder MVP. Haha. Ist doch egal, ich hasse dich. Mitspielerin hasst mich, weil ich MVP bin. Hast du jeden Menschen, der mich nicht schlafen lässt, essen lässt? Durch Essen wird man dick. Lose. Das wäre gut bei mir. Und okay. Ich habe Post bekommen. Ich ja, ich hab's geschafft. Mein Los war ein Gewinner. Und was habe ich da drin erhalten? Echt? Es ist... 3 hochwertige Zaubersteine. Doch gut. Und Anführeroberteil habe ich gekriegt. Aber habe ich schon auf Plus 2. Oh Mann. Auch nur solche Move-Items. So, die Folge ist jetzt schon lang genug. Da würde ich mal sagen, machen wir Schluss. Hinterlasst einen Kommentar, gebt bitte Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bye, bye, bye.